Siegfried zieht hinaus in die Welt. Er schmiedet sein Schwert, tötet den Riesen Fafner und kommt so in den Besitz des Nibelungenrings, der ihm unendliche Macht verleihen könnte. Doch der junge Siegfried weiß nichts von der Macht des Rings. Er stürmt weiter, um die gefallene Walküre Brünnhilde zu erwecken. Mit Siegfried setzt das Staatstheater Nürnberg Richard Wagners Tetralogie Der Ring des Nibelungen fort. Die Geschichte eines Heranwachsenden, der das Fürchten nicht kennt, der von seiner Herkunft nichts weiß und der sich eine Welt entdeckt, in der er zum Spielball von großen Machtinstanzen werden soll. In der Regie von Georg Schmiedleitner und unter der musikalischen Leitung von Markus Bosch kommt Siegfried als packendes Drama auf die Bühne, witzig, turbulent und überraschend. Peter Jungblut resümierte für den Bayerischen Rundfunk: So witzig und so umstritten war lange keine Siegfried-Premiere mehr.